Wisst ihr, wisst, was ich total geil finde, jetzt unabhängig von dem Inhalt unseres Gesprächs, dass man hier die Macht hat. Ich habe so viele Kameramänner in meinem Leben schon mal angefleht, so eine echte Sergio Leone-Einstellung zu machen. Ja? Und jetzt kann ich es einfach tun. Und es gibt niemanden, der mich daran hindern kann. Die große Chance, die wir jetzt haben, ist im Grunde ähnlich wie bei Taxi Driver, dass wir die Freiheit haben, genau das zu tun, was wir sonst nicht tun oder was wir sonst nur träumen. You're Talking to Me stand in keinem Drehbuch der Welt. Scorsese und De Niro hatten sich eingeschlossen, Kameramann war dabei, Ton war dabei und De Niro hat 10, 15 Minuten nur improvisiert mit einem einzigen Satz, You're Talking to Me. Und der Film ist legendär. Da war die noch ganz klein, im Film war die noch ganz klein. Ja? Und alle sagen immer, wir sollen sein, so wie die Filmstars und so wie Robert De Niro, scheiß drauf. Me too. Thank God for the rain. Just help wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, 6 days a week, sometimes 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in 350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, mean. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. I go all over. I take people to Hey! the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. Malamba, kennst du? Don't make no difference to me. It does the sound. Someone even Komm, du kannst ihn super. Komm, mach ihn Don't mal. make no difference. Hast du die Rosine? Ja, die Rosine, da ist sie. Sehr gut. Ich Du hast habe eine sie Rosine auf dem Müll. meiner Amsel aus der Terrasse geklaut. Die Amsel ist jetzt sehr traurig. Kims. You want 15 minutes? $15. 25, 25. You can fuck her in the ass. You can come on the face. All the animals come out at night. You know, I drive them, I take them to the Bronx, to Brooklyn. I take them anywhere. All the hustlers all come out at nights. And then one day, I don't expect what's gonna happen. I'm gonna fucking kill them. Du hast auch den Hut auf, oder? Von Harvey Keitel. Ja, ich habe gerade zwei Leute gespielt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Moment, Entschuldigung, jetzt geht's mir auf den Sack. Conny, ich habe doch gesagt, du sollst den Schlüssel mitnehmen. Ich muss die deiner Tochter kurz aufmachen. Ich weiß nicht, warum die Tochter immer bei Max sein muss. Ich meine, ich würde doch auch ganz gerne mal mit Konstanze Zeit verbringen. Du hast es mir auch weil Konstanze ist 15. Konstanze ist da, wo sie gerne sein möchte. Entschuldigung. Ja, aber warum? Dann sag ihr doch, dass du gerne mit ihr Zeit verbringen möchtest. Ja, ich sehe sie ja nie. Max, Auf. würdest du Konstanze mal sagen, dass sie vielleicht auch mal Zeit mit uns verbringt? Ich würde es schön finden. Lambert, stopp, stopp! Aber seit wann will Konstanze mit dir Zeit verbringen? Eben! Ja, das ist eine gute Frage. Seit wann will Warum? überhaupt jemand Also Zeit man mit mir kann verbringen? viele Dinge wollen, aber dazu gehören zwei. Lisa, ich soll dich fragen, wann du mal wieder vorbeikommst. Das war das. Von Konstanze? Nee, vom Aschenbecher, der neben mir steht. Ja, von Konstanze, klar. Na. Heißt das, ihr wünscht euch, dass ich mal vorbeikomme? Sag mal, seid ihr eigentlich Sehr alle gerne. völlig Frage, bescheuert? bitte. Ihr könnt euch nicht besuchen. Ist es nicht bis zu euch durchgedrungen? Wir Was? bleiben zu Hause. Wir Was? bleiben zu Hause. Wir gehen nirgendwo hin. Ich bin Wir nicht sind wir und ich bin auch nicht Familie. du. Ich bleibe nicht. Grundsätzlich lasse ich mir von niemandem sagen, wo ich zu bleiben habe. Und ich werde. Und das ist Familie. Familie kann ich besuchen. Und wir können selber entscheiden, wie viel Abstand wir halten. Skippy, gehst du Ja? gar nicht raus? Bitte? Ob du gar nicht rausgehst? Ich gehe gar Ja. nicht raus. Und ich habe Angst, dass ich mich bei euch anstecke, wenn ihr so verantwortungslos seid und euch gegenseitig besucht, während man zu Hause bleiben sollte. Familie! Aber weißt du, wir sind doch eine Familie. Oder?
Ja. Also ich finde es, ich gehe gar nicht raus. Nee, ich nicht. Spielt ihr eigentlich zu Hause auch alleine Theater? Ich mache immer so Sachen aus alten Stücken. Fallen mir so Sachen ein. Und gerade jetzt, Lisa. Nun, oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen, mir Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist und wie ein Schiff. Vom Hauch des Winds entführt, die muntere Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Oje! In Formen. Und jetzt liegt Nebel alles unter mir. Ich fand es ganz furchtbar traurig. War für dich, habe ich mir heute Nacht kam es mir so, als ich einmal 12 Mal aufgestanden bin. Schön. Ich habe dich immer dafür beneidet, dass du diese Monologe auswendig kannst, muss ich dir ehrlich mal sagen, Max. Bitte? Nee, ist schon okay. Auch dieser Moment ist vorbei. Wir haben doch nur uns. Warum sollen wir uns fertig machen, oder? Was meinst du? Ich bin ein Freund dieser Wahrheit, ja. Ich habe kein Interesse, irgendjemanden fertig zu machen. Geht auch nicht um Verlierer und Gewinner. Ja, Max, darf ich dich ein bisschen härter anfassen? Erstens, du bist also ein Mann, der sich für eine Frau nur am Anfang oder am Ende einer Beziehung interessieren kann. Alles andere dazwischen, auch Zusammenleben genannt, ist für dich zu langweilig oder anstrengend, oder? Beides Na, vielleicht. Du bist zwar diesmal wie durch ein Wunder unverheiratet geblieben, aber um einen anglosexistischen aus dem Bett deiner so gut wie Ex zu bekommen, würdest du schon mal locker vor den Traueraltar treten, stimmt's? Drittens, warst du schon mal verheiratet? Viertens, ich sehe dich plastisch vor mir, wie du wollig und warm eingebettet in Selbstmitleid in Fotoalben blätterst und Fotoalben durchguckst, anstatt etwas zu tun, nämlich einen Anflug von Liebe erkennen zu lassen. Aber jetzt wirklich ja Gott sei Dank meine Schicksalsmail in deinen Posteingang auf deinem Bildschirm. Es ist, als hätte ich ausgesprochen, was dir schon seit Jahren auf den Lippen gelegen sein muss. Lisa, es ist aus. Und es war nie an. Oder? Aber jetzt setzt du natürlich einen poetischen Höhepunkt, in dem du sagst, jawohl, Lisa, du hast recht. Es ist aus, denn es war nie an. Entschuldigung. Ja, vielleicht hast du recht. Ja. Also. 9259. Ruhig jetzt, Lisa. I'm on another call. I need to call you back. I'm sorry. Ist jetzt Lisa weg? Oh, yeah. I'll get back to you in a minute. Thanks, bye. Hier ist Steven Spielberg. Hey, aber weißt du was? Wie soll man dich lieben, wenn du immer nur Scheiße redest? Nee, ehrlich gesagt, es war nicht Steven Spielberg. Es war eine Putzfrau, aber egal. Nee, es war Hollywood. Ja, die haben angerufen, die Schaukel ist fertig. Ja, bei mir hat auch Hollywood für dich angerufen. Du kannst hier bleiben. Hör zu, ich habe es mir überlegt, Lisa, ich habe sehr genau hingehört, was ihr beide gesagt habt und ich nehme das zur Kenntnis und ich ziehe mich aus der Beziehung zurück. Ich mache den Weg frei. Ach, Lambert, jetzt hör mal, das ist doch so ein Weg sein. Lambert, du, also ja. Bist du... du bist, wenn überhaupt, dir selber im Weg. Du bist nicht uns im Weg und abgesehen davon... Wir hatten gar keine Beziehung. Du wolltest einfach einen Erzeuger haben. Das hast du ja geschafft. Und insofern wünsche ich dir viel Glück. Ich bin sicher, dass Max genügend Geld verdient. Wir werden immer eine Beziehung haben, weil wir ein Kind gemeinsam haben. Bringen. Ja, genau. So wie mit Constanze. Das weiß ich schon. Da freue ich mich schon drauf. Ja, auf die Zeiten, die wir fast miteinander verbracht hätten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich spüre ja, wie ihr zueinander steht und ich möchte dem auch nicht im Weg stehen. Ja, Lisa, du willst mit beiden Männern, habe ich das richtig verstanden? Du willst mit beiden Männern zusammen sein?
Grundsätzlich habe ich schon eine Beziehung mit beiden Männern. Und welche Form sie hat, das können wir gemeinsam explorieren. Heute bist du aber gut drauf, ey. Ein Fremdwort nach dem anderen, das ist ja richtig inflationär. Dann kannst du ja noch einen aufstocken. Wie wäre es denn, wenn ich noch dazukomme? Genau. Und ich filme das dann und spiele es an Cooper rüber. Aber ich, das wird nichts. Also was soll denn der Quatsch? Das kriegen wir nicht hin. Ich möchte das auch. Doch, wenn einer zwei Frauen glücklich machen kann, dann bist du es, Max. Okay, also viel Spaß beim Flirten. Oh nee, jetzt ist der... Lambert! Aber soll ich dir was ganz Ehrliches sagen? Da halte ich es mit dem Satz von einem Intendanten von mir. Also wenn man Hunde zum Jagen tragen muss, hat es einfach keinen Sinn. Das ist auch eine Möglichkeit, sich einfach zurückzuziehen. Wir können jetzt alle Masken aufsetzen. Aber ja, auch den Bildschirm schwarz machen, aber auch ein bisschen, aber es ist auch kindisch, es ist so ein bisschen feige, oder Lambert? Also wenn ihr alle Masken jetzt aufsetzt, dann setze ich jetzt auch eine Maske auf. Moment. Also das ist ja albern. Skippy, it's your turn. Du bist die Einzige, die noch im Bild ist. Gib's uns. Kann nicht mehr. Oh, schade. Jetzt nicht mehr gewohnt, Sport zu machen. Einfach nicht mehr gewohnt. Rauszugehen und Sport zu machen. Tanz für mich, mein Mädchen. Tanz für mich, mein Mädchen. Sei mein Mädchen, tanz für mich. Ich habe leider keine Maske, aber ich finde, das reicht auch. Absolut. Meine? Meine, Lambert. Meinst du, man kann... Man sollte sich ja jetzt Masken selber basteln. Ich habe mir auch eine Maske selber gebastelt. Die beschützt mich auch. Das ist wirklich eine gute Frage, ob die auch gelten. Ja, gelten die Masken auch, wenn man gelten raus... Gelten die eigentlich auch? Ich glaube, die Masken, alle Masken gelten. Ich glaube, alle Masken gelten, weil der Maskenball ist eröffnet. Schaut mal Skippy an. Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Für Mord und Entführung bin ich der richtige Mann. Sag mir die Reihenfolge, dann fange ich gleich an. Bin ich erst im Kämmerlein, ist die Königsjungfer mein. Ich bin froh, dass ihr euch alle wieder lieb habt. Und dass wir tun wir gar nicht da weitermachen können. So weit ist es noch gar nicht. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Aber wir sind doch immerhin so, dass wir jetzt schon beim Karneval im leeren Venedig sind. Richtig. Also, ich meine, Herr Lambert ist eher Novosibirsk, aber das ist auch schön. Das ist aber gleich neben Venedig. Ich weiß. Und auch dort kann man die Fische sehen. Natürlich, Lambert. Man kann alles sehen, wo du bist. Kippi, was hast du da eigentlich für eine tolle... Was ist denn das? Gefällt dir das? Ja. Hast du das behalten für den Karneval? Karneval. Das war Adelheid von Waldorf, bitteschön, ja? Götz von Berliching. Ich habe nämlich die Adelheid gespielt. Und warum hast du das behalten? Mal im Arsche lecken. Und warum hast du es behalten? Weil man es mir geschenkt hat. Du hast es geglaubt. Nein, ich habe es geschenkt bekommen. In Ordnung. Mein WG-Mitbewohner fragt, ob er mit der Maschine schleifen kann. Was will er denn schleifen? Was will er denn schleifen? Genau, das ist doch jetzt mal eine spannende Frage. First time that
what I might do. I thought it looked so sweet. I stood around for the heels beating.